Es wäre schon wichtig, dass Deutschland die Vorreiterrolle behält. Deutschland schwächelt aber im Moment. Das Ziel Deutschlands war ja, die Treibhausgase um 40% zu reduzieren gegenüber 1990. Das werden wir nicht schaffen. Das ist natürlich ein verheerendes Signal an den Rest der Welt. Der Weltklimarat sagt, der menschliche Einfluss auf das Klimasystem ist klar, Punkt, dem ist nichts hinzuzufügen. Das Klima reagiert auf die langfristige Strategie, die wir einschlagen. Insofern wäre jetzt eine Amtszeit von Donald Trump kein Beinbruch. Problematisch wird es natürlich, wenn die USA dauerhaft aus dem Klimaschutzprozess aussteigen würden. Donald Trump kann nicht sofort aussteigen, es gibt ja internationale Vereinbarungen, aber er kann, wenn er möchte, 2020 tatsächlich aussteigen. Es wäre wichtig, dass jetzt die restlichen 194 Länder zusammenstehen und den Fahrplan weiter verfolgen, so wie er in Paris beschlossen worden ist. Dann denke ich, haben wir immer noch eine gute Chance, das Ziel von Paris, deutlich unter 2 Grad Erderwärmung zu bleiben, auch zu schaffen. Fake News sind extrem gefährlich, nicht nur für die Klimaforschung, sondern für die Freiheit und für die Demokratie insgesamt. Es gab zum Beispiel so etwas wie Climate Gate. Da wurde behauptet, dass die Temperaturdaten gefälscht sind und dass es gar keine Erderwärmung gibt. Das wurde also sehr stark in den Medien auch so berichtet. Dann gab es Untersuchungen. Es kam heraus, dass all das überhaupt nicht wahr ist, aber darüber hat dann keiner mehr berichtet. Die unmittelbare Bedrohung ist nicht vorhanden. Wir haben zum Beispiel einen Meeresspiegelanstieg im globalen Durchschnitt von 25 cm seit 1880. Das merken natürlich die Menschen auf den tiefliegenden Inseln, die Menschen in Bangladesch, das ist weit weg. Aber wir merken es noch nicht, obwohl bei uns auch der Meeresspiegel steigt. Ja, also bei der nächsten Klimakonferenz geht es im Wesentlichen um Ausführungsbestimmungen. Paris hat ja nur ein Ziel formuliert, wie jetzt sozusagen die ganzen Dinge umgesetzt werden müssen. Das muss jetzt besprochen werden, denn das Abkommen tritt ja erst 2020 in Kraft. Es wäre schon wichtig, dass Deutschland die Vorreiterrolle behält. Deutschland schwächelt aber im Moment. Das Ziel Deutschlands war ja, die Treibhausgase um 40% zu reduzieren gegenüber 1990. Das werden wir nicht schaffen. Das ist natürlich ein verheerendes Signal an den Rest der Welt. Umso wichtiger wäre es, wenn wir jetzt wieder anfangen, richtigen Klimaschutz zu betreiben. Wir haben 3 Problembereiche in Deutschland, an die wir uns nicht heranwagen. Das eine ist die Kohle, vor allen Dingen die Braunkohle, von der wir nicht lassen können. Das zweite ist der Verkehr, bei dem die Emissionen immer noch steigen. Und das dritte ist die Landwirtschaft. Und bei allen 3 Bereichen kommen wir nicht voran. Wichtig wäre tatsächlich, dass wir die sogenannte Dekarbonisierung, das heißt also die Weltwirtschaft ohne fossile Brennstoffe bis 2050, 2060 wirklich hinbekämen, dass wir dann sozusagen CO2-neutral sind. Das können wir aber nur schaffen, wenn einige vorangehen, und das wäre schön, wenn Deutschland sozusagen da couragiert vorangehen würde und andere Länder mitreißen würde. Ja, es ist immer schwer zu sagen, wie viel Zeit bleibt. Im Prinzip ist die Zeit schon abgelaufen. Wir haben jahrzehntelang geschlafen. Seit 1990 ist der weltweite CO2-Ausstoß um 60% gestiegen. Und jetzt geht es darum, wir haben nur noch ungefähr 35 Jahre, um auf Null zu kommen beim CO2-Ausstoß. Das ist schon eine gewaltige Herausforderung, aber machbar.